Sieben Girls blind daten nach Outfit. Das hört sich ja behindert interessant an. Sieben Girls blind daten nach Outfit-Chat. Stehst du im Bett? Ich mag es Doggy, weil ich dort. Das sind die ersten 3 Sekunden. Das sind die ersten. Das waren die ersten 3 Sekunden. Geschlagen werden kann und gewürgt werden kann. Das ist Heiko, ein guter Freund von mir. Und er blinddatet heute sieben Girls gleichzeitig. Hinter diesem Die Löcher? weißen Vorhang stehen sieben Sind da nicht diese Mädchen. Löcher? Jeder Die ein anderes Löcher? Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde muss er eine rauswählen. Und der Vorhang geht nach Die und nach Löschler? weiter nach oben. Denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stellt euch doch mal vor. Hi, ich bin hier von Hero aka Heiko und ich mache Musik mit meinem Bruder. Oh, nee. Hallo, ich bin Roman, ich bin heute sein Wingman und im. Die Löschis! Ja, das meine ich doch! Ja. Die Löschis! Worauf stehst du bei Mädels? Ich finde es wichtig, dass sie offen sind, also heißt, sich selbst auch nicht zu ernst nehmen, ja, manchmal auch ein bisschen Humor vertragen können, aber. Die Löschis! Ich denke, ich meine doch die Löschis! Dass man festhalten kann. Und rein äußerlich betrachtet finde ich die Augen. Oh, schreib alles Sydney! Ist Sydney im Chat? Allerletztes, Heiko. Ja, das stimmt. Roman, wie würdest du deinen Bruder einschätzen? Und sieht Bombe aus. Damn. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert. Wisst ihr, was ich nicht checke? Blind Date nach Outfit, aber drei Leute suchen aus. Hier den Kanal, denn unter den ersten 500 Kommentaren. Jetzt auch irgendwie ein Kleid darunter tragen. Die sind niemals minderjährig, Chat, sonst wären die doch jetzt nicht im Video und würden bewertet werden. Tragen oder irgendwie, ich weiß nicht. Kandidatin 2, was sagst du dazu? Boah, also feierst du diese Schuhe? Nein. Nee, nicht so. Ich auch nicht. Ich mag das nicht. Sorry. Die sind ehrlich, ja! Für die dritten, also. W's für die Löchis in den Chat, Jungs. Die sind ehrlich. Ich hätte gedacht, die sagen jetzt, ja, also, ist nicht so mein Geschmack, aber ist okay. Aber total geil, weil das sind halt so schwarze Stiefel. Und irgendwie haben die. Kann auch tanzen. Ah, was ist denn mit dem Move? Ja. Kandidatin 4. Das ist einfach, ich kann das auch. Das ist einfach, hä? Ich kann das auch. Behindert, ich kann das auch, Chat. Guckt hier. Würdet ihr dann auch sagen, ich kann tanzen, nur weil ich den Move kann? Scheiß drauf. Scheiß drauf, egal. Tu es auch, man könnte da vorlesen noch ganz. Oder ist es bestimmt gepolt? Ich wollte eh nicht zeigen. Ich wollte eh nicht tanzen. Das ist der Vibe. Aber die von Kandidat 7, die Schuhe sind auch irgendwie süß. So ein bisschen, sehen ein bisschen aus wie so Skater-Schuhe, weiß nicht. Ich bin gespannt. Alles geht Tür! Okay, du hast eine Frage für die 7. Okay, wie würdet ihr das perfekte Wochenende mit euren besten Freundinnen verbringen? Kandidatin 1, guten Tag. Boah, wenn die jetzt sagen, also das Schlimmste, was sie sagen könnten, wäre durchgehend feiern. So einfach nur feiern 3 Tage. Hi. Hi. Liebe das Meer, also so ein Roadtrip ans Meer wäre schon nice. Wow. Und bei dir, Kandidatin 2? Ich würde sehr gerne auf die Eisbahn wollen und was backen, zum Beispiel Brownies und Party am Abend. Boah, das ist Heiko, romantisch, ne? Aber auch irgendwie cute. Aber Heiko, aber du kannst nicht schlittschuh laufen. Gute Antworten bisher. Oh, so halb. Aber Heiko, okay, sie kann auch nicht schlittschuh laufen. Stellt euch einfach mal vor, sie fällt hin, du fällst aus Versehen auf sie drauf. Zack, ja, und dann hast Und du gehst mit deinem... Oh, fuck, ich hab vergessen, das wieder gerade zu machen. Du gehst mit deinem Fuß noch über ihre Hand und ihre Hand geht ab. Das wäre doch ein romantisches Date, oder? Ja, und beide. Ach so! Die wollen nicht mehr die Löchis genannt werden, sondern Hero jetzt. Ja, okay. Ich muss sagen, die Löchis waren damals krasse YouTuber, ne? Da hast du ja auch schon direkt einen Antrag gemacht. Ja. Eben, und dann seid ihr schon direkt zusammen im Krankenhaus. Ihr habt direkt Kinder. Sagen, beide Nasen gebrochen, let's go. Okay. Klingt nach dem Plan. Mhm. Kandidatin Nummer 3. Was würdest du denn gerne machen an einem Wochenende? Das nutzen, wo ich gerade bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in der Stadt bin, würde ich mit denen entweder auf, also ich gehe gerne Urbexen, also ich gerne verlassene Plätze oder so und neue Sachen erkunden. Aber welche Sachen erkundest du dann, wenn ich frage? Also sie geht gerne an verlassene Plätze, Chat. Da, Red Flag, ehrlich, die ist raus. Also wo gehst du da genau hin? Mach mal 3 ist raus, Chat. Ich darf dann nicht alles. 1 in den Chat, wenn ihr die 3 jetzt habt. Ja. Ach so. 2 okay. In den Chat, wenn ihr auch sagt, 3 raus. Berlin angekommen. Ja. Es ist nicht so ganz legal alles. Sprayst du? Ich enthalte mich da meiner Aussage. Sie redet auch, ne, wie sie redet. Okay, nur 2. Nicht ein einziger Junge hat 1 geschrieben. Und ihr müsst euch vorstellen, hier sind auch 13-Jährige im Chat, die noch nie ein Mädchen angefasst haben.
Jetzt hat einer eins geschrieben. Hier sind Leute, die haben noch nie ein Mädchen angefasst und selbst die würden die nicht mehr daten. Boah, bin ich gut. Safe. Du weh, Chat. Bad Girls? Ja, also, so ein Mix, entweder halt Cute Girls oder halt so ein bisschen Bad. Badass. Am besten ist eigentlich so der Kompromiss aus beiden. Ich weiß auch nicht. Okay, Kandidatin 4, wie sieht es bei dir aus? Was machst du so Schönes am Wochenende? Also, ich würde mich ausschlafen, so bis 10 oder so. Dann gemütlich aufstehen, mit meinem Hund spazieren gehen. Dann Sie hat einen Hund. Du hast einen Hund? Ja, ich habe einen Hund. Welchen Hund hast du? Ein Mini-Bull-Terrier. Na, ihre Stimme ist ein bisschen komisch. Ich zeig dir nachher ein Foto. Ein kleiner auf jeden Fall, Mini. Aber ja. Ist auf jeden Fall ein Hund. Hier ein Bild von einem Mini-Bull-Terrier. Wie heißt der? Wen willst du eigentlich daten? Sie oder ihr Hund? Naja, auch den Hund auf jeden Fall. Na, klar. Natürlich, also ein Hund ist wirklich ein kleiner Hund oder generell ein Hund ist so ein Pluspunkt. Auch ein Hund, Kandidatin 5. Ich habe leider keinen Hund, ich hätte aber gerne einen. Oh, okay. Können wir so zusammen einen kaufen? Ja, das wäre cool. Was würdest du denn sagen? Sie hat eine süße Stimme, muss man sagen. Pizza essen gehen oder Sushi. Aber wichtige Frage, welche Pizza würdest du bestellen? Dönerpizza, bitte. Ich bestelle immer dieselbe, das ist immer die Bufala-Pizza. Hört sich für mich zu teuer an. Sie ist Türkin 100%, niemals. Niemals. Die ist keine Türkin, die gerade redet. Niemals. Diese Dame hat Geschmack. Okay, das ist eine wichtige Frage. Mit oder ohne Knoblauch? Ramo Knecker, wir wetten 5 Subs gegeneinander. Niemals. So und alle im Raum. Türken ist. Kommt auf den Tag an. Ja. Ah, da hast du dich aber so halb gerettet gerade. Okay, die nächste Kandidatin. Was machst du denn gerne? Also am Wochenende habe ich selten Freizeit. Da arbeite ich meistens. Das heißt, meine Freunde. Sie soll ihr perfektes Wochenende beschreiben und sagt, sie arbeitet am Wochenende. Ja, angenommen, du arbeitest nicht. Hä? Ohne Sinn. Was ist das für eine komische Aussage? Als gäbe es kein Wochenende, wo sie nicht arbeitet. Zu mir in den Club bestellen und ja, da gibt es Drinks aufs Haus. Du arbeitest dann im Club oder wie? Genau. Cool. Und was machst du da? An der Bar arbeite ich. Mhm. Kandidatin Nummer 7. Ja, was machst du denn? 6 raus, Chat. Wochenende, erzähl mal. 6 raus. Ja, auch im Club arbeiten ist einer zu viel, Chat. Fliegen, weil ich finde, es ist eine schöne Stadt und würde dort meine Weihnachtszeit irgendwie verbringen wollen. Warst du schon mal in Berlin? Nein, noch nie. Deswegen würde ich halt gerne hin. Wo weißt du denn, dass die redet aber, die hat auch eine süße Stimme, weil muss man sagen. Musiker davon kommen. Und ich mir das mal so vorstellen kann. Stehst du auf Musiker? Ja, schon. Andere Frage, fändest du schlimm, wenn sie ein krasser Fan von dir wäre? Nee, ich glaube nicht. Ich würde es erstmal gut finden, wenn man irgendwie einen Support und die Musik gut findet. Mhm. Und klar, wenn es halt so alles, was irgendwie in den Extrem geht, ist, glaube ich, nie richtig gut. Mhm. Aber ich sage erstmal nicht nein, weil irgendwie lernt man sich immer kennen. Ja. Muss ich mich jetzt wirklich entscheiden? Ja. Du musst jetzt anscheinend, aber eine, die es weg muss, ne? Oder ja, genau. Du musst jetzt eine der 7 Girls aussuchen, die du leider wegschickst. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du uns auch fragen. Wir stehen dir zur Verfügung. Okay, ach, Roman, ich würde jetzt die 3 rausschicken. Hä? Ja, beratet euch mal. Safe die 3. Die sagen genau gar nichts. Nein. Die machen ja auch Telepathie. Also, was ich ein bisschen langweilig fand, war, glaube ich, hier, da bist du nicht happy. Ja, auch wenn sie dann im Club arbeitet und sowas, das ist stressig. Weil klar, free Drinks und sowas. Aber du willst jetzt nicht, also du willst ja, wenn du mal fallen gehst, willst du mit ihr fallen gehen, ohne dass sie arbeiten muss. Nein, du musst das machen, was dein Herz dir mein sagt. Mein Herz, ja. Ich bin sein Herz. Okay. Es tut mir so im Herzen weh, scheiße. Die 3 ja, raus. 6, es tut mir so leid. Ja, geht, ist auch okay. Wäre jetzt meine nächste, die ich ausgebotet hätte. Bereit? Bitte sei nicht wunderschön. Bitte sei nicht wunderschön. Stell mal vor, ihr sagt jetzt, ja, huh. Selber schuld. Junge, was für selber schuld? Ich hätte mich gefreut. Ich hätte gesagt, yeah! Hallo, so leid. Kein Problem. Aber vielleicht sehen wir uns dann mal im Club. Ja, kriegst trotzdem einen Free Drink. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Scheiße, ist das schlimm. Und? Bereust du? Selber schuld. Sie war schon. Bereuen wahrscheinlich alle hier. Okay. Oh, oh! 3 raus, Chat. 3 raus? Oh mein Gott, die Lederschuhe sehen jetzt so viel besser aus auf einmal, Chat. So viel! Lederschuhe Platz 1 geworden. Lederschuhe Platz 1 gerade. Abgerutscht. Immer noch Platz 3, einfach wegen der Aussagen gerade. Und tatsächlich Platz 2 und Platz 3. 1, 2, 3, Chat. Meiner Meinung nach gerade, so vom Aussehen. 2, 1. Ulala. Wow. Okay, in dieser Runde
Er sagt Heiko, yo, als hätte er Beckham. Zwei Mädels rausvoten. Wie soll das denn funktionieren? Die Outfits sind schon mal krass. Ja, crazy, Alter. Ich habe eine Idee. Okay, ja. Ihr müsst jetzt auf drei das krasseste Outfit wählen. Boah. Drei, zwei, eins. Schon vier, fünf. Ja. Also ja, die mit Lena schon. Auf jeden Fall noch mal, also ich hab nicht richtig gezählt. Auf jeden Fall auch. Crazy. Vier ist das krasseste Outfit? Ja, ich habe aber die Tattoos noch gesehen, deswegen. Und das, irgendwie ist das so das krasseste. Also, Heiko, das krasseste Outfit ist aber schon die drei. Ja, das krasseste ist auf jeden Fall die drei. Stopp, das krasseste, aber ihr führt das hier direkt. Alter, hier kommt jemand mit einem Tüll raus. Heiko, also ich find die drei wird immer, das wird immer, es wird immer ja, mehr also safe, Alter. Zum Mysterium. Eigentlich ja. Muss sie bis zum Ende bleiben, einfach, dass wir wissen, wer sie ist. Boah. Kandidatin 1. Ja. Was ist deine eigene Red Flag? Was bedeutet Red Flag, Chad? Ich höre das immer, ich weiß aber nicht, was es bedeutet. Also so No-Go, oder? An dir selbst, quasi. Drei Sexe. Ich vertraue nicht sehr schnell und das ist halt so eine Red Flag an mir selber, weil ich... Ah, was an denen selbst ein No-Go ist, ich verstehe. Ein No-Go an ihr ist, sie vertraut nicht so schnell? Sie hat einfach was Positives gesagt. Das ist wie wenn ich sag, ja, ein No-Go an mir selbst ist, ich bin sehr wählerisch. Junge. Ich war kontaktfreudig, aber nicht schnell vertraue. Verstehe. Bist du in der Vergangenheit so durch die Scheiße gegangen? Extrem, ja. Okay. Das sagen alle. Jeder ist in der Vergangenheit durch die Scheiße gegangen. Du hast keine besondere Geschichte als Mau. Also, sorry. Sorry, Twitch-Mitarbeiter. Ich gehe einen Schritt zurück. Ich entschuldige mich. Das sagen aber viel zu viele Mädchen. Ich habe so eine schlechte Vergangenheit. Der und der hat mich verarscht. Halt's Maul, Mann. Okay, Kandidatin Nummer 2. Was ist deine persönliche Red Flag an dir selbst? Bei mir ist es so, ich bin leider nicht so ordentlich. Ich arbeite dran. Also ein Mix aus Chaos und Genie. Dann so sie ist süß. Ist doch von mir gewohnt. Also und ich bin ja auch eher so. Stimmt, mein Bruder ist mit auch mit dem Kreativen. So. I don't know. Guck, hab richtig Boah, ja. Ich hab richtig gedingst. Platzierung immer noch gleich. Was machst du, Kreatives? Ich studiere Schauspiel und allgemein alles am Basteln. Okay. Boah, sie kriegt Pluspunkte, Chat. Schauspielstudentin. Schauspielstudentin, Chat. Das ist schon spannend, finde ich. Mehrere Pluspunkte sogar. Auch, muss man auch manchmal, Roman. Aber ich hatte auch schon schlechte Erfahrungen mit Schauspiel. Nicht, dass sie dir was vorspielt dann. Mhm. Ja. Dass du mir was vorspielst, Madame. Nummer 3. Was ist denn deine persönliche Red Flag an dir selbst? Dass ich sehr spontan bin. Das heißt, ich... Brody, Red Flags, ich bin sehr spontan. Ja. Und so, hey, yo, da ist jetzt ein günstig Flug, lass einfach wegfliegen. Es gibt dann auch immer Ausgleiche. Voll die Red Flag. Wenn man dann irgendwie was Schönes voll die macht, Red Flag, also Digga. Oh mein Gott, wie schlimm. Barabend oder so. Sie ist zu spontan, oder halt Chat. Kandidatin Nummer 4. Was ist denn deine Red Flag an dir selber? Erzähl mal. Ich würde sagen, ich kann oder ich neige dazu, ein bisschen codependent zu sein. Also fällt es dir schwer, allein zu sein, meinst du? Oder wie? Nee, ich kann schon allein sein, aber ich mache halt lieber was zu zweit. Eigentlich ist es doch eine total, also eigentlich das, ist es eher, dass sie es selbst als Red Flag betitelt, ist eigentlich schon süß, weil das ist ja eigentlich, das ist ja keine Red, also weißt du, was ich meine? Ja, das ist eigentlich cute und sie braucht halt ein bisschen Hilfe und dann schafft sie das schon. Hä? Ich glaube da dran. Kandidatin Nummer 5. Also ich mache sehr, sehr viel Sport und das sieht man, sozusagen an meinem Körper und bin mir dann immer sehr unsicher, mir da gegenüber, ob das jetzt noch schön ist an mir. Ey, das ist wirklich Fishing for Compliments, Chat. Ihre Red Flag ist, dass sie zu viel Sport macht und dass man das an ihrem Körper sieht. Hä? Gleich kommt noch eine. Ich sehe einfach zu gut aus und ich frage mich manchmal, darf man so gut aussehen? Bro, es macht wirklich keinen Sinn mehr. Also erstmal würde ich das gar nicht als Red Flag sehen, überhaupt, sondern du hast einen Bombenkörper und ein paar Leute sind neidisch. Ja, ohne Scheiß, genau so ist es. Gibt es für dich so ein Too Much bei Mädels? Ich hätte gesagt, man sieht das gar nicht. Nein, du hast gar nicht, das ist keine Red Flag, man sieht gar nicht, dass du so viel Sport machst. Schlimm für dich, wenn sie stärker ist als... Wäre irgendwie auch lustig, finde ich. Das Gegenteil von dem klassischen Rollenbild, was einem so suggeriert wird. Ja. Keine Ahnung, was ist schlimm, ich glaube, das... Wir können ja gemeinsam mal Leg Day machen und dann schauen wir mal, wer mehr heben kann. Ey, sie hat so viele Minuspunkte gerade gesammelt, Chat. Ich glaube, mal gucken. Ich glaube, meine Red Flag ist, dass ich oft mehr gebe, als ich selbst bekomme. Ich kann nicht mehr, Entweder ich habe nicht verstanden, was Red Flag heißt, oder diese Frauen haben nicht verstanden, was Red Flag heißt. Ihr No-Go an ihr selbst ist, dass sie zu viel Liebe gibt. Ich geh gleich raus aus dem Video, ne? Ich sag euch das ehrlich. Jedes Mädchen unsympathisch gewesen, bis auf die zweite. Die hat gesagt, sie ist unordentlich. Und damit ist Platz 2 jetzt auf Platz 1. Damit ist Platz 2, also Nummer 2, jetzt auf Platz 1.
Eine das Red ist doch keine Red Flag! Das ist doch keine Was ist daran? Das ist doch keine Red Flag! Du hattest einfach nur schlechte Ex-Beziehungen. Wahnsinn. Ich glaube, vielleicht hatten eure Ex-Partner einfach ganz viele Red Flags. Das hier. Oh mein Gott. Okay. Nein, die wollen einfach nur wichtig machen und sich schönreden. Statt Nachteile. Jeder Mensch hat Nachteile. Was denn? Stell mal vor, jemand fragt mich, was sind deine Red Flags? Bruder, ich bin behindert dickköpfig. Wenn ich mir etwas vornehme, ich mach... Okay, das hört sich jetzt wieder nach einem Vorteil an. Aber wenn mir irgendwer sagt, das, was du machst, ist falsch, ich mach aus Prinzip. Mir ist scheißegal, das war meine Idee, ich mache. Ich hab angefangen, ich zieh durch. Das bei mir eine Red Flag. Wisst ihr, wie ich meine? Die sagen Vorteile von sich. Die sagen genau das Gegenteil von Red Flag. Eine. Boah. Ja. Das ist so schwer. Ich tendiere so ein bisschen zwischen 2, 5 und 6. Kandidatin 2, was war deine Red Flag nochmal? Unordentlich. Unordentlich? Hm. Ich finde aber, unordentlich ist irgendwie so eine langweilige Red Flag. Ist unkreativ, oder nicht? Ja. Das war die einzige wirkliche Red Flag. Ey, ich krieg so Aggression bei diesem Video, ne? Aber sie ist Schauspielerin, ne? Das ist halt auch. Ah. Nee, oh, stimmt. Es tut mir so leid, ich muss dich leider rauswählen. Weil. Bro, er hat sie nur rausgewählt, damit er jetzt nochmal die Geschichte aufgreifen kann, dass er was mit einer Schauspielerin hatte. 100%, das ist der Grund. Wir werden sehen. Wird er es nochmal sagen mit der Schauspielerin, dass er mit ihr zusammen war? Wir werden sehen. Ich hab. Schauspielerin, ist das. Vielleicht ist das so wichtig, die. Bro, Heiko. Ja, vielleicht. Nee, es tut mir so leid. Ich muss. Oh Kandidatin 2. Heiko, das war ein Fehler, ich sag's dir. Ich wette, das ist ultra cool und sie werden. Ich weiß, Alter, scheiße, du hast recht. Nein. Ja, selbst ist schuld. Ja, die Entscheidung ist getroffen. Ja, du bist selbst schuld. Du wirst es so bereuen. Nein, du hast recht. Oh, dear. Hi, scheiße, sorry. Hi, was geht ab, ne? Instant regret. Hallo. So okay. Er hatte doch recht, Chat. Alles gut. Ja, viel Spaß, bin gespannt, wen du wählst. Tschüss. So, das war richtig ein kalter Abgang gerade, Alter. Sie ist auch sauer auf dich jetzt, Heiko. Ja. Mann, es tut mir so leid. Oh, jetzt musst du noch eine rauswählen. Ach so, stimmt, ne? Ich habe eine Idee. Ich stelle euch jetzt eine Frage und ihr müsst sie beantworten mit einem einzigen Wort. Ja, mega. Ey, ihr gehört den Kanal und sie sagt bei jeder Runde, ich habe eine Idee. Sie hat einfach vorher sich nicht Gedanken gemacht, wie das Video losgeht. Sie sagt einfach in jeder Runde, ich habe eine Idee. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Gepard. Kandidatin 2? Ente? Hä? Kuh. Ein Drache. Ein was? Ein Drache. Ein Adler oder Löwe. Auch Adler. Ich hätte auch Adler gesagt. Aber wenn man also ich wäre gerne ein Adler. Realistisch wäre so eine Taube oder eine richtig dreckige Taube einfach, glaube ich. Bei mir. Ich habe hier gefragt und Kandidatin 4, du hast leider Drache gesagt. Willst du Drachen als Freundin? Und nicht unbedingt. Dann spuckt sie Feuer auf dich und dann verbrennst du dich an ihr. Kennst du Shrek? Stimmt. Stimmt. Sie hat einfach Drache gesagt bei Tieren. Shrek, ja. Ja, weil die Freundin vom Esel ist auch ein Drache. Oh, oh, das ist schon süß. Das ist so süß. Also bist du ein Esel? Ja, mein süßer Esel. Sorry, it is what it is. Ich bin sehr gespannt, wer sich... man muss sagen, sie sieht halt am besten aus, aber sie hat sich halt extrem unsympathisch gemacht mit diesem Fishing for Compliments. Ne? Mal gucken, hey. Ich bin echt hallo. Gespannt. Was geht da? Hallo? Ah! Hoho! Man sieht so krass, dass ich Sport mache. Original, man sieht gar nicht. Sieht so aus, als hätte sie zu viel Chips gegessen. No front. The Doppelkin, Bro. Sie meinte gerade eben, sie trainiert zu oft und dass sie... Gina, hi. Hi. Ich muss mich echt zurückhalten, dass sie... Twitch-Mitarbeiter. Es ist alles super gemeint. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ich bewerte nur nach eigenem Geschmack. Warum? Weil man das in dem Format machen muss. Ist halt so. Hi. Ja, aber der Drachenbezug, der war eigentlich schon kreativ. Ne? Ja, der war mega cute. Ja, ich wollte halt was anderes sagen. Kein oh Mann, jetzt. Es tut mir so leid. Ciao. Tschüss. Ciao, er sagt, es tut mir leid, aber er freut sich richtig, dass er sie rausgewählt hat. Scheiße. Okay, nächste Kick Runde. Genau. Okay, weiter geht's. Okay. Oh, wow. Was ist das denn, Chat? Jo, was sind generell die? Okay, es muss die 1 sein, auch wenn sie ein bisschen komisch geredet hat ab und zu. Allein vom Aussehen,
1, dann die 3. Digga, was ist das hier? Bro, das sieht so aus, als wenn sie ein Charakter aus Tekken wäre. Also komplette Katastrophe. Ehrlich. Für mich kommt vom Aussehen nur noch 1 und 3 in Frage. Okay. Und selbst 3 ist so. 1, 2, 3. Boah, okay. Alter, ihr habt alle ein krasses Outfit, aber trotzdem so anders, ne? Okay, deine erste Intuition, wen würdest du nehmen? Oh, ich finde links schon echt hot. 2 ist aber auch so crazy, irgendwie dieser riesen Gürtel, ne? Bei 3 ist es ein bisschen schade, dass man die Tattoos nicht weiter sieht. Die hätte ich noch weiter gesehen, wenn es da noch weiter gehen würde. 4 ist irgendwie speziell. Was ist das, genau, was du da trägst? Bruh. Er sagt, er würde gerne die Tattoos sehen. Sie zieht sie einfach hoch. Bruh. Digga, sie macht einfach direkt. Das ist eine Corsage. Korsett, ja. Heigung, du bist mir noch ein bisschen zu schüchtern. Du musst mir jetzt mal ein bisschen vorankommen. Du brauchst jetzt mal so eine unangenehme Frage, würde ich sagen. So ein bisschen unangenehm, auch um die Mädels ein bisschen zu fordern. Das war mir alles zu brav. Bring mal ein bisschen Spice mit rein, ja? So ein bisschen. Kandidatin Nummer 1. Auf was stehst du im Bett? Macht er direkt den? Okay. Ich sag jetzt mal so, Würgegriff. Darauf stehe ich. Bruder. Das kann, also wir haben mir sagen lassen, das kann ich gut, Chad. Ich sage euch ehrlich. Doggy. Geil. Jetzt weiß so. Das waren ja schon mal, das also sind auch so ein paar Warte mal. Wer hat denn jetzt Doggy gesagt? Auf was stehst du im Bett? Macht er direkt den? Okay. Ich sag jetzt mal so, Würgegriff. Darauf stehe ich. Doggy. Warte, wer hat das gesagt? Geil. Jetzt weiß so. Das waren ja schon mal, das also sind auch so ein paar Informationen, die man. Ja. Was sagst du dazu? Bist du eher so rough? Nee, es geht einher mit dem, was ich mag. Finde ich gut. Das ist doch super. Ja. Na gut, voll. Also ich finde nochmal, Sex ist ja auch, wenn man sich verliebt, es gibt ja Liebe machen und es gibt Sex. Ja. Und wenn man das irgendwie, also zusammen ist, noch nicer dann. Ne? Also. True. Was labert der? Kandidatin Nummer 2. Es wäre geil, wenn du jetzt sagst, ich mag es total kuschelig und. Nein, ganz wichtig, dass man sagt so, hey, ich mag das nicht und so, dass man einfach sagt, hey, voll, alles cool. Das ist eigentlich unfassbar wichtig. Ja, ich finde auch die perfekte Antwort. Genau. Das ist so, hey, ich will damit comfortable, wir können das gerne machen, aber ich glaube, bei vielen Mädels, die machen auch etwas, womit die noch nicht comfortable sind, also noch nicht. Und wenn, dann ist das macht ja auch viel, ich finde, das macht manchmal viel mehr Spaß. Voll das interessante Thema. Chat, schreib mal rein, 1, 2, 3 oder 4, nachdem die das gesagt haben, aber erst. Wenn man auch weiß, was... Euren Favorite. Ich hatte über so einen Marco da vor allem nicht mal. Fand ich sehr reif. Ich sag, Hälfte vom Chat wird einschreiben, mindestens. Stehst du auch auf reife Mädels? Ja. Kandidatin Nummer 3. Also, ich mag es eher ein bisschen gröber und wenn er dominant ist. Ja. Cool. To be honest, ist glaube ich 99% der Mädels, oder nicht? Ja. Ja. Und bei dir, Nummer 4? Ich bin etwas dominanter im Bett und ich würde sagen, dass meine Lieblingsposition oder ja. Ich mag es Doggy, weil ich dort geschlagen werden kann und gewürgt werden kann. Krass, aber auf was für ein Video habe ich hier geklickt, Chat? Auf was für ein Video habe ich hier geklickt? Es ist komplett in die falsche Richtung gegangen. Also, kennt ihr das, wenn so eine Eisenbahn so eine zwei Richtungen einschlagen kann und links ist so ein Cliff? In die Richtung fahren wir gerade. Für mich 1 gerade top. Wow, alle anderen Katastrophe. Also du bist die Dominantere gerne, aber Mike bist dann trotzdem... Magst du dann trotzdem ein bisschen rougher? Okay. Crazy. Wow. Ja. Also hier gibt's ja, das ist hier. Erstmal danke für eure Ehrlichkeit. Kriegt ein bisschen Angst, Leute. Also vor euch jetzt, dein Spaß. Nein. Alles gut. Heiko, worauf stehst du denn? Ich mag es eigentlich auch ein bisschen rougher. Glaubst du, du hast schon so deine Grenzen ausgetestet? Oder hast du da noch Lust, so weiter dich zu entwickeln? Nee, ich glaube, man hat also ausgetestet auf jeden Fall nicht. Also komplett. Ich glaube, da gibt es noch Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, die ich noch machen will. Heiko, du musst jetzt entscheiden. Ja, ich glaube, ich will dich Nummer 4 leider raus. Nummer 2 rausgewählt. Ich mag es dann auch nicht, wenn die Frau zu. Ich hätte Nummer 2 rausgewählt, sag ich ehrlich. Hallo. 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 Ich hab doch gesagt, es ist keine Türkin. Irgendwer hat am Anfang gesagt, das ist eine Türkin. Hallo. Ich sag euch ehrlich. Nicht böse gemeint, aber das war der wichtigste
die wichtigste Wahl, die ich glaube ich hätte, die man hätte treffen können. Also nach meinem Geschmack. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Ich bin die Leo. Hi Leo, es geht. Hallo. Ey, du hast voll die schönen Augen. Dankeschön. Riechst du schöne Augen. Sehr voll die süße Stimme. Ja, ne? Ja. Deine Augen sehen so aus wie so ozeanmäßig blau, einfach crazy. Wow. Okay. Wow. Haben noch nie so ein scheiß Kompliment gehört. Damn. Habt ihr es gesehen? Das war wirklich. Ja, ja, die haben echt keine ohne Scheiß. War richtig. Für Heiko, alles Gute ist drei. Zwei dieser Outfits kannst du jetzt direkt knallen. Das andere muss raus. Boah. Okay. Sag direkt, dann muss ich Kandidatin Nummer zwei rausschicken. Oh, ich bin so gespannt, wer da ist. Was? Ja. Ich bin auch gespannt, wie die zwei aussieht. Boah, ich weiß, dass du es bereuen wirst. Ja, scheiße. Ich bin so gespannt. So und nein, und nein, ja, und nein, und nein. Und richtig nein. Hässlich. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Oh mein Gott. Ich wusste es. Hallo. Nein. Komm her, lass uns gucken. Hallo. Warte mal. Die Moderatorin hat gesagt, die sieht safe richtig gut aus. Sie kommt und sie sagt, ich wusste. Den Chat einfach für diese Szene hier sprechen lassen. Und ich halte mich zurück. So, erstmal so. Hey, komm her, lass uns gucken. Wie heißt du? Fu, so wie F.U. F.U.? Ja. Hä, wie cool ist der Name denn? Hallo. Na? Ey, du bist voll cool. Ohne Scheiß. Und das Outfit ist doch voll cool. Das ist crazy. Ja, das ist krass. Behindert uncool, meiner Meinung nach. Voll uncool, was für cool. Danke dir, ne? Danke, dass du dabei warst. Tschüss. Alles richtig gemacht, Chat, bisher. Alles richtig gemacht. Heiko, jetzt ist Finale, ne? Okay, du darfst noch eine Frage stellen. Okay, ich würde einmal gerne euren Namen beide hören, das wäre interessant. Trina. Wie? Trina. Kandidat Nummer 1, Trina. Krass, das ist ein guter Name. Noch nie Trina? Okay, Trina. Kandidat Nummer 2. Nina. Trina und Trina. Trina und Nina, das klingt wie ein Comic. Alter. Seid ihr Zwillinge? Nein, sind wir nicht. Aber es würde von der Körperform auch passen. Trina und Nina, Alter, passen. Okay. funny. Trina? Ja? Warum bist du Single? Eine komische Frage, hä? Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich sag mal so, ich habe früher sehr Probleme damit gehabt, weil ich halt immer an die Falschen geraten bin, beziehungsweise eben toxische Menschen. Auch Digga, Menschen, das sagen doch alle, Bruder. Das sagen doch alle. Ich könnte wetten, in einem normalen Gespräch, Chat, in einem normalen Gespräch würde meine Ex-Freundin das auch sagen. Da würde auch meine Ex-Freundin zu irgendwelchen Leuten sagen, ja, sie ist bisher immer an die Falschen geraten. Warum? Weil es nicht geklappt hat. Normal waren es dann die Falschen. Du kannst ja nicht sagen, ich bin bisher immer an die Richtigen geraten, aber es ist einfach geendet. Ja, normal. Die Letzten waren falsch, weil sonst wärst du ja noch mit denen zusammen. Ihr seid nichts Besonderes, das ist normal. Es ist echt krass. Und wenn das komplette Arschlöcher waren, warum wart ihr dann mit denen zusammen? Es macht keinen Sinn. Wirklich, wenn Frauen das sagen, ich denke mir immer so, hä? Okay. Selber schuld, hä? Du suchst dir doch auch mit, wenn du zusammen bist. Selber schuld, heul nicht. Ist es mir da sehr schwer gefallen, wirklich eben, wie schon vorhin auch, Vertrauen aufzubauen, weil ich eben sehr naiv war. Und ja. Nina? Ja? Warum denkst du... Aber auch sagen, sie sieht gut aus, aber das war's so. Schwierige Frage, aber ich habe einfach noch nicht so den richtigen Mann, so mit dem es so geklickt hat und... Sie ist sympathisch auf jeden Fall. Kompatibel. Aber sie sieht besser aus. Wieso mit mir ist gefunden. Das, aber ja. Gesicht macht meiner Meinung nach nochmal... Gesicht wird jetzt alles ändern. Also nicht nur könnte ein bisschen ändern, Gesicht wird alles entscheiden, Chat. Ernsthaft. Gesicht ist so wichtig. Linus, danke schön für den Kommentar. Alter, das ist mir richtig schön. Sehr, sehr korrekt. Shoutout an Linus an, von meinen Mods. Welche wäre dir? Ich denke an eine Erdbeere. Eine richtig gute, saftige Pfirsich. Kiwi. Kiwi. Beide cute. Oh, ja, ne? Beide süß. Heiko, dein Bauchgefühl. Du musst jetzt entscheiden. Was ist dein Bauchgefühl? Ja. Sonst entscheide ich für dich. Ich vertraue auf dich, ne? Also ohne Scheiß. Halt mal, zeig mal deinen Arm. So, zeig mal deinen Arm. Zu wem passt du, Heiko? Sag mir mal ganz kurz, zu wem du passt. So, das ist mein Antwort. Jetzt nimm einfach hier Nummer 2. Ach, wegen den Tattoos meinst du? Ja, ja. Natürlich, dass du stehst doch die ganze Zeit Tattoos schon drauf. Ja, sicher. Hast du noch mehr? Ja, es geht. Hat er lackierte Fingernägel? Heiko. Wir können doch gleich noch weiterfahren. Ja, ja, jetzt hier kommt, wir werden ein Traumpaar. Ja. Aber man muss krass. Er hat auch manchmal genau die Gegensätze brauchst du ja manchmal auch. Ja, die Nummer 1 ist bestimmt auch also weißt du was? Weißt du was? Ihr habt beide jetzt schon mein Herz erobert, aber ich vertraue meinem Bruder. Kandidatin 1, es war schön mit dir. Wir sehen uns jetzt gleich. Ich bin gespannt, wie sie aussieht. Oh, auch sehr schöne Haare, hallo, muss ich sagen. Ihr seht noch nichts.
Boah, von der Seite auch. Sieht sehr, sehr schön aus. Hallo. Mann, was geht? Na, ey. Hallo. Hi. Das volle schöne Gesicht. Das ist richtig. Dankeschön. Deine Augen auch. Krasse Augen. Augen-Chat. Also ich finde die Augen an, bei ihr am krassesten. Die Augen sind wirklich das, wo ich sage... Okay, gucken wir zum ersten Mal ihr Gesicht an. Habt ihr alle Kontaktlinsen an? Was geht denn ab bei euch jetzt an? Aber das ist krass, weil eigentlich achte ich am meisten, also rein äußerlich gesehen finde ich die Augen und die Lippen am wichtigsten. Irgendwie zieht mich das am meisten immer an. Ich habe ihr Gesicht immer noch nicht gesehen, dankeschön. Und jetzt habe ich jetzt zweimal crazy Augen gesehen. Na dann? Darf ich auch noch mal, heute noch ihr Gesicht oder morgen erst? Hat mich gefreut. Doch, Chat. Doch, 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 doch. Sie ist schon eine Süße. Ist schon eine Süße. So, und jetzt deine Gewinnerin. Bin gespannt, Chat. Stell mal vor, er bereut es, aber darf es nicht zeigen. Stell mal vor, er bereut es, aber darf es nicht zeigen. Also vom Aussehen eine Süße, ne? Vom Charakter fand ich sie echt unsympathisch. Hilfe! Hilfe! Oh nein, der Arme! Oh nein! Oh nein, man sieht es nicht! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Hallo! Es geht ab. Okay. Alles Beste, Glückwunsch! Zeig mal! Dankeschön. Krass. Komm her! Vielen Dank an der Stelle. Sie hat auch kein BH an, ne? Also, wie findet ihr das, Chat? Wenn eine Frau kein BH anhat? Also nicht jetzt von, wie ihr das vom Aussehen findet, sondern angenommen, es ist eure Freundin. Eins in den Chat ja, zwei in den Chat nein. Ich chat dicke zwei, sag euch ehrlich. Dicke zwei. Also ich finde es persönlich, es sieht nicht kacke aus, aber es ist so viel zu krass Eyecatcher, meiner Meinung nach. Also ich will jetzt zum Beispiel eigentlich gar nicht dahin gucken. Das, was man sieht, ist auch nicht irgendwie impressive oder so, aber es catcht einfach viel zu sehr meine Attention. Toi, toi, toi. Ja, toi, toi, schafft ihr. Ciao. Aber man muss sagen, war trotzdem ein unterhaltsames Video, auch vor allem zum Reacten. Wisst ihr, wie ich meine? Weil wir konnten jetzt auch viel unsere Meinung sagen und so, super Video, super Video. Das Format ist gut, Chat, da kann man sagen, was man will.